Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über all das, was heute rausgekommen ist und all die Future Star Leaks, die jetzt am Freitag kommen werden oder halt in den darauffolgenden Wochen. Alle SBCs wurden schon geleakt, alle Objectives wurden geleakt und einige Stats wurden auf jeden Fall geleakt. Deswegen schaut das Video bis zum Ende. Und bevor das Video startet, möchte ich mich nochmal bei jedem Einzelnen bedanken, der gestern im Stream am Start war. Gestern war ja geisteskrank, da waren ja 270 Zuschauer. Ich glaube, bisher Rekord, wo es auch noch lange angehalten hat. Die meisten waren aber sowieso nur für den Player-Pick da. Und an alle, die neu hier am Start sind, nochmal Kuss an jeden Einzelnen. Auch die, die neu abonniert haben, Glocke aktiviert haben und. Vielen, vielen Dank an alle. Und ja, ihr seht es im Hintergrund, heute um 19 Uhr kam ein 84 plus Player-Pick. Man musste ein 82er-Team abgeben, zwei Informs und man hat einen Token bekommen für Future Stars. Und man hat außerdem noch drei Spieler zur Auswahl gehabt, also Player-Pick, wo alle 84 plus Rating haben. Ich habe daraus Mondi, also den Keeper, den blauen Team of the Year Nominee von Chelsea bekommen. Dann kam noch die 8. Team of the Year Challenge. Solltet ihr auch auf jeden Fall mitnehmen. Da ist auch noch ein Token. Und was auch noch rauskam, war Silver Stars. Schaut da auch vorbei, weil da ist auch noch ein Token versteckt. Ganz, ganz wichtig für alle, die alle Tokens sammeln. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr kennt es ja vom letzten Jahr, Future Stars. Da gab es einen Spieler, den musste man quasi aufleveln. Dieses Jahr ist es Chalobah von Chelsea. Sieht eigentlich sehr, sehr stark aus. Stats sind natürlich Prediction, aber man weiß, dass es eher auf jeden Fall ist. Die Positionen können natürlich auch noch variieren. Kann auch sein, dass eine Karte als IV rauskommt. Aber man weiß, dass es Chalobah von Chelsea ist. Und ja, das Design sieht übertrieben geil aus. Die Karte an sich wird wahrscheinlich auch sehr, sehr stark. Und gibt halt einen grünen Link zu einem Kanté. Ansonsten wurde auch schon die erste SBC geleakt. Und zwar ist es Tomiyasu. Der ist von der Serie A zu Arsenal gewechselt letzten Sommer. Und der wird eine IV-Karte bekommen und eine Rechtsverteidiger-Karte. Stats sind auch hier nur Predictions. Hier wurde noch nichts geleakt. Aber so ungefähr könnten die SBCs aussehen. Der IV wird natürlich mehr Def und mehr Physis haben. Der Außenverteidiger dafür halt weniger Def und weniger Physis, dafür halt alle anderen Werte besser. Da kann jeder entscheiden, welche Karte er mitnehmen wird. Finde ich krass, dass sowas jetzt schon geleakt wird. Und dann fangen wir auch direkt schon mit den ersten Stats an. Das hier sind die Stats von Future Stars Konaté. IV, Franzose, Liverpool. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus, vor allem mit 91 Def, 88 Physis, grüner Link zu Varane, grüner Link zu Van Dijk, zu Gomez und. Ist auf jeden Fall eine geisteskranke Karte. Die Once-to-Watch-Karte, die ist ja nur einmal hochgegangen, also hat nur einmal ein Upgrade bekommen. Diese Konaté-Karte finde ich, ist aber sehr, sehr gut linkbar und hat sehr, sehr starke Werte. Wird aber, denke ich, nicht mehr als 600k wert sein. Wie gesagt, das hier sind die offiziellen Stats. Die zweite Karte, die geleakt wurde, ist Cunha. Das hier sind die offiziellen Stats von Cunha. Viel Pace, viel Dribbling, guten Schuss, gute Passwerte und 80 Physis. Bei solchen offensiven Karten bin ich auch gespannt, ob die Skill Moves und Weak Foots bleiben oder ob die auch Skill Moves oder Weak Foot Upgrades bekommen. Die Karte an sich sieht aber schon mal sehr, sehr krass aus. Kann den mit einem Carrasco Inform verlinken. Man kann den theoretisch sogar mit Neymar verlinken. Und Rating sind, wie gesagt, auch nur Prediction. Was man weiß, sind halt nur die Stats hier unten, die 6. Rating und Position. ZRM sollte auch stimmen. Aber kann auch sein, dass er mit diesen Stats einen 89er Rating hat oder vielleicht auch 87 nur. Aber die Stats sind ja entscheidend. Wer auch noch geleakt wurde und den kennt jeder mittlerweile, der FIFA spielt, ist Tchouaméni. Tchouaméni sieht sehr, sehr gestört aus. Ist ein Perfect Link zu einem Ben Yedder und hat alle Werte über 82. Also der hat 88 Def, 88 Physis, 93 Physis. Ihr seht die Werte selber. Auch hier, Rating ist noch nicht bekannt. Kann auch sein, dass der mit diesen Stats einen 90er Rating hat. Kann auch sein, dass der ZDM ist statt ZM. Und ja, Tchouaméni hat echt geisteskranke Stats. Ich sehe Tchouaméni allein wegen der Nation und den ganzen Links und dafür, dass der eigentlich einen Fofana Konkurrenz macht bei mindestens 800k. Wenn nicht sogar noch teurer. Also Tchouaméni wird einer der teuersten wahrscheinlich sein. Und apropos teuersten, das hier sind die Stats von Pedri. Was soll man zu denen noch sagen? Das ist eine sehr gute 10er-Karte. Also auf ZOM lässt er sich bestimmt geil spielen. Man kann den sogar auf der 8 spielen. Der hat einfach 83 Def, 90 Pace, 91 Passen, 95 Dribbling. Hat auch, glaube ich, 4 Sterne, 4 Sterne. Und ja, ich glaube, Pedri wird mit Bellingham einer der teuersten Karten werden. Und das hier sind die Stats von Bellingham. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bellingham müsste auch mit einem der höchsten Ratings haben bei den Stats. Bellingham, finde ich, ist ein Ticken defensiver. Hier mal nur im Vergleich zu Hullet. Hullet kann nur besser schießen und hat 3 Pass mehr. Ansonsten ist Bellingham
schneller, hat besseres Dribbling, viel bessere Verteidigung und physisch sind die beide ähnlich. Klar, Hullet hat 5 Sterne Weakfoot, aber ganz ehrlich, Jungs, ein Bellingham sieht sehr, sehr geil aus. Und in den Kommentaren habe ich eben gelesen, wir haben Anfang Februar und da ist einfach eine random Future Stack Karte, also eine random Promo Karte, die einfach bessere Stats hat als eine Prime Version von einer der krassesten Icon im ganzen Game. Also das ist schon heftig. Ich glaube, EA hat nie so früh angefangen, so krasse Karten zu droppen. Aber ja, die Stats sind safe, Jungs, kann man nicht ändern. Ich denke, Bellingham wird locker 1,5 Millionen wert sein. Und das war's auch mit den Stats bis hierhin, Jungs. Sollte noch irgendwas Neues geleakt werden, werde ich natürlich morgen nochmal ein Video raushauen. Oder vielleicht auch am Freitag vor dem Event. Es wurden noch weitere SBCs geleakt. Die haben aber nichts mit Future Stars zu tun. Die werde ich dann morgen wahrscheinlich in dem Video raushauen. Da geht es um einige POTMs etc. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr habt jetzt schon auf jeden Fall einige Spieler geleakt. Ihr wisst, welche Spieler als SBC und als Objective kommen. Lasst gerne eine Bewertung da. Wenn euch dieser Kanal ist, gerne Glocke aktivieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in dem Livestream wieder. Ich denke, ich fange so um 5:30 an und ich denke, ich werde auch morgen ein neues Video rausbringen. Deswegen, Jungs, bis morgen und haut rein!